Also, jetzt kommt unser Besuch aus Belgien, La Musique Royale de la Force Aérienne, unter der Leitung von L'Adjudant-Major Dominique Lecomte und vorneweg die Gymnastikgruppe Jim Wheel Team aus Taunusstein. Aus Blenford, da sind sie zu Hause, das liegt in Dorset. The Band of the Royal Corps of Signals mit ihrem Bandleader Captain Tony Adams und ihrem Drum Major Paul Hill. Jetzt müssen sie gerade noch um die Ecke biegen, die sind so gut wie schon auf dem alten Markt angekommen. Truppenfahne kann ich zumindest schon mal sehen. Sie werden gleich auch die typischen Uniformen sehen. Es ist der rote Grenadierrock, dazu die schwarze Hose. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie auch noch die Sporen am Absatz eines jeden Musikers. Selbst die Damen tragen die Sporen. Jetzt kommt zu uns the Band of the Armed Forces of Malta mit ihrem Bandleader Captain John Ivan Borg. So etwas, was sich ein wenig preußisch anhört, und so ist es in der Tat. Zu uns kommt nämlich das Wehrbereichsmusikchor 3 aus Erfurt unter der Leitung von Oberstleutnant Roland Kahle. Er kommt nicht alleine, sondern er hat das Drillteam der 7. Kompanie beim Wachbataillon des Bundesministeriums der Verteidigung bei sich. Das sind die Soldaten, die immer so oft im Fernsehen zu sehen sind. Immer dann, wenn Staatsbesuche eintreffen in Berlin für den Herrn Bundespräsidenten oder für die Bundesregierung, dann stehen die in der ersten Reihe. Und Sie können sich vorstellen, Soldat sein, alleine Uniform anziehen, reicht dann nicht.
da muss man ein bisschen besser rausgeputzt sein als für den Alltag. Und die haben auch eine entsprechende Ausbildung. Die haben natürlich auch eine sehr seltsame Waffe, den Karabiner 98K, aber das ist das ideale Modell, um zu präsentieren und zu repräsentieren. Das machen die nämlich, indem sie die Waffe dem Gast, der kommt, zeigen unter dem Gesichtspunkt. Das ist alte Tradition. Du darfst jetzt bei mir ins Gewehrschloss schauen und du wirst sehen, das Gewehrschloss ist leer, da ist nicht ein Schuss drin. Wir kommen in friedlicher Absicht aufeinander zu. Hat Tradition in der Politik, meine Damen und Herren, etwa seit 1820, 1825. So, wir freuen uns jetzt auf das Wehrbereichsmusikchor 3. Und das kommt auch, wie sich das gehört, mit einem Spielmannszug. Die Soldaten des Drillteams von der 7. Kompanie des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung, die zeigen uns heute Abend in Zusammenarbeit mit dem Spielmannszug so eine kleine Protokollshow, die aber mit Sicherheit noch kein Staatsgast gesehen hat. Aber wenn Sie heute Abend dabei sind, dann werden Sie Zeuge. Ich muss den Platz räumen, denn ich weiß gar nicht, wo die eingeparkt werden. Die müssen sich, glaube ich, jetzt teilen. Ist nicht weiterhin tragisch. Wir haben Platz genug hier oben auf dem alten Markt. Im Anmarsch, Frankreich, aus Versailles. Und diese Band zu verpflichten, das heißt, besonderes Glück zu haben, denn die ist weltweit unterwegs. Sie war am Roten Platz in Moskau, sie war in Sevastopol, sie war in China. Aber heute Abend ist sie in Mönchengladbach. Da sind wir ganz stolz drauf. Das Orchester ist seit 65 Jahren im Dienst, in unterschiedlichen Besetzungen, groß, klein. Wir erleben sie in großer Besetzung. Übertragung heißt im Französischen Transmission. Und im Grunde genommen übertragen sie mit ihren Instrumenten die Musik in unser Ohr. Und Transmission, Übertragung, steckt auch im Namen des Orchesters aus Versailles. La Musique de Transmission mit ihrem Chef de Musique Principale, Major Philippe Tesmecker. Unsere Gäste aus Budapest, das Zentralorchester der ungarischen Streitkräfte. Thank you.
So ist das auch in Norwegen bei der königlichen Garde. Die Vorschrift.